Guten Morgen alle guten daheim. Mein Name ist Sandra und ich mache heute Musik mit euch und zwar mit unserem Instrument. Du hast doch gar kein Instrument dabei. Aber doch natürlich, ich habe meinen Körper dabei und mit meinem Körper kann ich ganz, ganz, ganz viel verschiedene Musik machen. Und ich habe ein Lied mit Brot und das geht so. Hier so ein Körper, das ist ein Instrument, und auch der Körper, das ist ein Instrument. Mein Körper, die klingt so. Und da das Musik. Hier da das Musik. So, der können wir mitmachen, und zwar alles, was ich singen. Mein Körper, die klingt so. Da könnt ihr daheim mit eurem Körper probieren, verschiedene Musiken zu machen. Wir probieren nicht ein Körper mit dem ganzen Körper. Und dann probieren wir mit den einzelnen Körperdelen, verschiedene Klang zu sammeln und Musik zu machen. So, wir fangen an nach ein Körper mit dem Körper. Und wenn wir weisen ein Instrument, da können wir das auf verschiedene Art und Weise weisen. Zum Beispiel können wir auf einen Pauk schlagen, einen Trom. Oder Klarinett spielen, Trompett. Trombone, Geige oder Querflöte. Der könnt ihr raussuchen, welche Bewegung der wollt, alles von Instrument könnt weisen. Okay? Ich mache das auch ein bisschen quisch durch die Gartinen hier. Okay? Und es geht los. Hier so ein Körper, da da ist ein Instrument. Und noch der Körper, da da ist ein Instrument. Mein Körper, die klingt so. Da das Musik. Ja, da das Musik. Lo machen wir Musik mit unserem Mund. Hier so ein Körper, da da ist ein Instrument. Und noch der Körper, da da ist ein Instrument. Mein Körper, die klingt so. Und da das Musik. Ja, da das Musik. Eis Hand, Mama Musik mit den Hand. Hier so ein Körper, da da ist ein Instrument. Und noch der Körper, da da ist ein Instrument. Meine Hände klingen so. Und da das Musik. Ja, da das Musik. Ice Face. Hier so ein Körper, da da ist ein Instrument. Und noch der Körper, da da ist ein Instrument. Mein Face, die klingen so. Und da das Musik. Ja, da das Musik. So, nun haben wir schon für die verschiedenen Körperdele ein paar Klänge gesammelt. Nun machen wir einen kleinen Quiz. Und zwar, probiert mal daheim mit euren Händen 4 verschiedene Musiken zu sammeln. 4 verschiedene Klänge, die ihr könnt mit euren Händen machen. Ich mache mit und es geht los. 4 verschiedene. Voilà, ich weiß nicht, ich kann die 4, die ich fand. Und zwar ein Keier reiben, die zweite Keier schnipsen, die dritte Keier klappen und die vierte Keier, da können wir so tupen. So. Der könnt ihr daheim geschwind einen so machen und der muss roden. Wie ein von den 4 Klängen machen ich. Okay? Einen so und dann lauscht dort gut und weißt daheim, was ihr hören habt. Ich mache mit Musik los dann so. So, der könnt ihr einen abmachen. Was war es? Weißt du mal daheim? Es war reiben. Tipptopp, ein zweiter Keier. Der andere so. Lauscht dort gut und weißt, was ihr hören habt. An ob. Was war es? Was ist das? Genau, es war Schnipsen. Okay, tipptopp. So, Loro, sammeln wir
vier verschiedene Klänge, oh, die kommen mit mir schwer, fünf verschiedene Klänge, die wir können mit unserem Mund, unserer Zunge und unserem Zahnfleisch machen. Fünf Stück. Ja? Der könnt auch mehr sammeln, aber fünf geht nur mal durch für den Anfang. Und geht los, probiert mal selber. So, ich weiß nicht, mein fünf Stück. Und zwar ein Keier. Kussen, zweimal, blosen, dritte Keier war. Pupsen, vierte Keier, ich weiß nicht mehr, vielleicht wie Fisch. Und fünfte Keier mit der Zunge. Schnalzen. So, wir machen noch ein paar kleine Quiz mit der A und Zo. Und lauscht gut. Was ich mache. Lauscht gut, und weißt, was ihr dann hören tut. Und ob? Was habe ich gemacht? Ganz richtig. Geblosen, ha? Okay, noch ein Kaja. Und so. Lauscht gut, und weißt, was ihr dann hören tut. Und ob? Was war es? Ja, richtig. Es war Kussen. Voilà. Tipptopp. Und das Spiel das könnt ihr natürlich daheim so oft oder so lang spielen, wie ihr Lust habt, mit ganz vielen verschiedenen Klängen. Ich meine nur noch ein ganz schwer. Und zwar hole ich ein Schnappes von meinem Körper. Und der soll ruden, weil das war. Man noch ein paar Tage. So, lauscht gut. Und weißt, was ihr denn hören habt? Und ob, was war es? War vielleicht nicht so ganz einfach, aber schon ein Bein geklappt. Tipptopp. So, wir sagen ein Lied noch ein Kajar, ja, da ist noch dran. Wenn nicht, helfen wir euch. Vom Körper, den als ein Instrument. Und, hallo, probieren wir. Bei meinem Körper, die klingt so, können natürlich alle guten die Klang von ihrem Körper machen, die der wollt. Und wir probieren, ob der Nachschlag an den das zu schnipsen. Wenn ihr das nicht könnt, dann macht ihr einfach so wie wir. Und geht los. Ja, so ein Körper, da ist ein Instrument. Und auch der Körper, da ist ein Instrument. Mein Körper, der klingt das auch. Shhh. Und da ist Musik. Ja, da ist Musik. Lo, probieren wir. Selber zu trippeln. Und geht los. Ja, so ein Körper, da ist ein Instrument, dann noch der Körper, da ist ein Instrument. Mein Körper, die klingt so. Und da ist Musik. Ja, da ist Musik. Wir machen nicht ganz los, wir rund mit unseren Händen und wir klappen. Okay? Hier so ein Körper, da ist ein Instrument. Und noch der Körper, da ist ein Instrument. Mein Körper, der klingt so. Und da ist Musik. Ja, da ist Musik. Du hast gemerkt, schon nämlich geklappt, schon gepatscht, das geht natürlich auch. Und so kann der Lied daheim auch singen, und zwar mit den verschiedenen Körperdelen, wo da immer eine kleine Begleitung dabei macht. So, dann können wir noch etwas anderes machen mit diesem Körper. Und zwar können wir daheim Musik machen mit eurem Körper auf Sachen, zum Beispiel auf eurem Küchentisch. Oder auf eurem Stuhl. Der könnt aber auch probieren, mit eurem Körper andere Musiken zu machen, da draußen. Zum Beispiel mit den Blättern. Wie klingen die Blätter mit den Händen, wenn wir die daheim rascheln? Oder wir können etwas holen aus unserer Küche. Weil als Küche, die ist auch ein Instrument. Und schon ist ein paar Sachen mit Brot. So. Mit denen könnt ihr auch verschiedene Musiken machen. Zum Beispiel
einem Schneebesen, einer Fourchette, einem Dackel oder so einem Sift. Und ihr könnt probieren, du hämmern so viel Musik und viel möglich, ob denen verschiedene Sachen zu sichern. Ne? Zum Beispiel einem Sift. Ich kann aber auch meinen Fourchette dabei holen. Oder so. Und ihr könnt immer da verschiedene Klänge sammeln oder verschiedene Rhythmen. Zum Beispiel Schokolaspotta. Hm? Ihr könnt da daheim Schokolaspotta zusammen spielen. Hm? Dann kann ich nur ein Kehr sagen, nicht mehr mein Körper als ein Instrument, mehr mein Kischen als ein Instrument. Hier so ein Kischen. Da ist ein Instrument, auch noch den Kischen. Da ist ein Instrument, mein Kischen, der klingt so. Und da ist Musik. Ja, da ist Musik. Der könnt aber auch probieren, mit eurer Schachtel Musik zu machen. Weil an ihrer Schachtel, schon für die Schachtel abzumachen, könnt ihr schöne Musik. Voilà. Dann, ihr Tuschfarbe, die kann auch eine schöne Musik machen, zum Beispiel, indem wir den Stopp klicken. Oder wir können noch da malen, dann möchte auch eine schöne Musik. Hm? Wir können so wieder den Reifen oder klicken lassen, der Spitzer, Lichtmusik, der Big, den Scheier oder zum Beispiel mein Bleistift hier am Spitzer. Die kann auch eine Flottmusik machen. Und der Tisch, der könnt auch zum Beispiel sagen, hier so eine Schachtel. Das ist ein Instrument. Okay, wir probieren ein kurzes Summen. Hier so ein Schachtel, da ist ein Instrument. Ah, noch den Schachtel, da ist ein Instrument. Mein Schachtel, der klingt so. Und da ist Musik. Ja, da ist Musik. Der könnt also mit einer Halle wohl Sachen daheim Musik machen. Frutschüss daheim, Mama und Papa, nicht, dass das ganz Kischen auseinander holt an den Dicken durch an den Hörner los oder ganz viel Komödie für den Opromat. Da macht lieber mein Losklang. Ha? Da kann ich noch flott Musik machen. So, zum Schluss machen wir ein Lied vom Körper. Alle guten zusammen. Und zwar mit einer Begleitung, die ein bisschen schwer ist als wie für drin mit diesem Körper, aber auch nicht mega, mega schwer. Ha? So, und zwei. Und dann machen wir mit der Schellerin an den Beinen eine Begleitung. Okay, seht ihr bereit? Wenn ihr die Begleitung mitmachen wollt und sagen, eine Begleitung ein bisschen kompliziert ist, dann macht ihr just Begleitung mit und ich sage für euch. Okay? Und geht los. Hier so ein Körper, da ist ein Instrument, auch noch der Körper, da ist ein Instrument. Mein Körper, der klingt so. Und da ist Musik. Ja, da ist Musik. Ei, Lune ist umgedreht, ha? Ich hatte zwei mit Bein geklappt und ein Kerl schneller. Das ist aber nicht schlimm. Ja, ihr könnt das doch daheim so machen, wie ich am besten ist. Okay, dann machen wir das ganz nach einem Keier mit Schnips, Schnips, Patsch. Schnips, Schnips, Patsch. Hm? Rum, wenn es zu kompliziert ist für euch, sang du just mit oder der mit Begleitung. Und es geht los. Hier so ein Körper, da ist ein Instrument, auch noch der Körper. Da ist ein Instrument, mein Körper, der klingt so. Und
ist Musik, da ist Musik, da ist Musik. Ja, da ist Musik, da ist Musik, da ist Musik. Und du, Mada, sonst ich vielmals merci für heute, der könnt mit dem Lied so viele verschiedene Sachen machen, mit eurem Körper, mit den Sachen, die da an eurer Kummer hat, an eurer Kischen da draußen. Der könnt Klang sammeln, Quiz machen, wie ein Klang ohne Scheren. Der könnt Rhythmen zusammen machen, der könnt Begleitungen zusammen machen. Alles das könnt ihr mit dem Lied machen. Und vielleicht habt ihr noch andere Ideen daheim, was ihr noch könnt ihr machen. Und dann könnt ihr euren Eltern, ihre Geschwister, ihre Kollegen, der Boma, den Papa, wem ihr wollt, über Video oder live weisen. Okay, es hat mir viel Spaß gemacht, mit euch Musik zu machen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao, ciao!